sweats, your body shakes. Another kiss, that's what it takes. You can't sleep, whoa, you can't eat. You're not out, you're in deep. Your throat is tight, you can't breathe. Another kiss, that's all you need. Whoa, the thing that you're in me. Genau. Willkommen zu Road to Rockstar. Diese Episode heißt Gitarren, Fretboard, Gesundheit, beziehungsweise heute reden wir über Noten auswendig, nicht auswendig lernen, aber über das Gitarren-Fretboard und über Gesundheit beim Gitarre spielen, weil beides wichtig ist. Genau, das erste Thema ist jetzt sozusagen, manchmal seht ihr andere Gitarristen und die scheinen dann ganz magisch immer gute Klänge rauszukriegen. Und das hängt damit zusammen, dass sie sozusagen sich auskennen auf diesem, auf Englisch heißt es Fretboard, auf Deutsch, glaube ich, heißt es einfach Gitarrenhals. Und das hat hier einen Abstand, das geht hier auf jeden Fall von 1 bis 12. Und dann bei manchen Gitarren geht es bis 22 oder 24. Und auf diesem Fretboard oder Gitarrenhals fangt ihr an, habt ihr sozusagen Saiten und Tunings. Und das Standard-Tuning ist praktisch E, A, D, G, B und E. Und wenn ihr sozusagen die erste anschlagt hier oben, dann habt ihr E, F. Und jetzt könnt ihr sozusagen, manche sagen, ich kann keine Noten und machen nach Gehör und das ist sehr gut. Aber jetzt zeige ich euch mal dieses Board. Ich habe es mir selber aufgezeichnet, weil ich glaube, wenn man Dinge selber aufschreibt, dann hat man die irgendwie mehr in sich selber drin. Und ich habe dann auch unten, also praktisch das vom 1. bis zum 12. und dann auch vom 23. bis zum 24. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die geht bis zum 19. oder 18. und meine E-Gitarre geht bis zum 22. Bund. Das heißt, wenn ihr sozusagen lernt, die ersten 12 ungefähr bis hier, wie es ungefähr aufgebaut ist, dann könnt ihr euch sozusagen überall zurechtfinden. Das ist total wichtig, weil zum Beispiel habt ihr eine E-Saite, dann habt ihr E, F, G, A, B, C, D, E. Und auf dem 12. Bund, also hier, habt ihr dann wieder die Ausgangsposition, nur eine Oktave höher, glaube ich. Genau, das heißt, ihr habt A, D, und oft ist es so praktisch, ihr hört dann irgendjemanden und der musiziert und der trifft sozusagen alle Noten und er trifft deswegen alle Noten, weil er einfach weiß, wo die Noten sitzen. Und mittlerweile, also am Anfang müsst ihr die ein bisschen auswendig lernen, dann könnt ihr euch sozusagen entlanghangeln. Ihr wisst zum Beispiel, irgendwann wisst ihr auswendig, hier ist ein, praktisch in der E-Seite, dann ist hier ein A. Und wenn ihr wisst, dass ihr das A ist, dann wisst ihr, dass nach dem A kommt sozusagen hier so ein Halbton und dann kommt dann ein B. Und beim B und C, da gibt es keinen Halbton. Und dann gibt es B, C und dann kommt hier ein Halbton und dann kommt hier D und E. Und das hört sich dann. Und dann könnt ihr auch solche Sachen. Genau, und irgendwann wisst ihr dann sozusagen, dass auf dem 5. auf jeden Fall, oder das ist dann so eine Art Roadmap, die ihr euch dann so hernimmt und ihr fangt dann an, ja, ein bisschen euch die auswendig zu lernen, aber ihr kennt euch dann praktisch aus in eurer Stadt, dem Fretboard sozusagen, und ihr wisst dann, ah, okay, hier ist das A und hier ist dann das E. Und wichtig ist es vor allem, wenn ihr dann zum Beispiel sagt, ihr spielt hier Akkorde, wie zum Beispiel ein E, und irgendwann braucht ihr einen Powerchord als E. Und dann denkt ihr so, okay, gut, ich meine, ich weiß, dass hier ein A-Powerchord ist. Und
hier ist ein D-Power-Chord und hier ist ein E-Power-Chord. Und das heißt, ihr könnt. Und dann könnt ihr spielen hier C, G, A, D, E, B, C, F und hier sozusagen dieses F'. Und das ist sehr wichtig, weil dann wisst ihr, das gibt euch dann die Power, wenn ihr sozusagen ein bisschen den Ton variieren wollt und ihr wollt nicht einfach nur diese Chords spielen. Also C, G, D, C, G, D. Dann könnt ihr zum Beispiel so spielen. C, G, D. Also C, G. Und es gibt euch dann die Freiheit. Und was ihr noch weitermachen könnt, es gibt dann sozusagen die Pentatoniken. Die könnt ihr dann... Nee. Und manchmal gibt es dann auch Blues-Scales, die sind ein bisschen anders, aber ja, ihr lernt dann euer Griffbrett kennen und ihr wisst dann ganz genau, wenn hier das E ist, dann ist hier das D. Und wenn hier das D ist, dann muss hier das C sein. Und wenn hier das C ist, dann ist hier das B und das A. Und dann geht ihr eins höher und dann denkt ihr, okay, was ist hier nach fünfmal? Dann, wenn hier das B ist, dann muss hier ein E sein. Und so kommt ihr dann langsam rein. Und es wird dann auch wichtig, um Songs aufzubauen, weil ihr könnt dann zum Beispiel Akkorde haben. Und irgendjemand weiß dann, okay, das ist jetzt ein E-Akkord. Und der kann dann einfach zum Beispiel... kann dann verschiedene Noten anspielen. Also am besten geht es zum Beispiel mit, ich weiß nicht, was das jetzt für ein Akkord ist. Aber nehmen wir an, ihr habt einen Akkord und ihr kennt euch dann aus und ihr wisst, was ihr gerade anspielt. Dann könnt ihr die dann auch bei einem Solo, also jemand spielt dann Rhythmus. Und in der Zeit, in der praktisch euer Partner oder jemand anders den Rhythmus zupft, könnt ihr dann vor allem, wenn ihr dann die Noten wisst, wenn ihr zum Beispiel wisst, was ihr hier greift, ein E, dann könnt ihr das auch woanders spielen. Dann könnt ihr zum Beispiel gucken, auf dem 9. Bund auf der G-Seite ist auch eins. Und dann könnt ihr die Solos woanders spielen und dann verleiht es eurem Sound einfach eine andere Fülle. Genau, so viel zum Fretboard. Macht euch auf jeden Fall eins, lernt und es verleiht euch ganz viel Power. Vor allem, ihr versteht dann einfach ein bisschen besser, wie ihr dann die Solos spielen könnt, wie ihr mit anderen Leuten zusammenspielen könnt, wie ihr selber einzelne Melodien machen könnt, weil manchmal ist es gut, ihr habt zum Beispiel einzelne Akkorde und dann wollt ihr selber Songs machen. Ich weiß jetzt nicht, Bach zum Beispiel hatte. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt manche Songs, die haben schon einen Hook und es sind nur einfach 4 oder 5 Noten und ihr wisst gleich. Das könnte jetzt der Anfang von meinem Sound sein und dann mache ich. Und so kommt ihr dann rein. So könnt ihr dann eure Beats basteln. Und das zweite, was wir heute haben, und hier geht es dann um die Gesundheit. Ich habe letzte Woche geübt und zwar war ich eigentlich viel auf der Straße und habe da geübt und es ist frischer geworden. Und da ist es mir richtig in die Knochen gegangen. Und davor hatte ich auch eigentlich schon die ganze Zeit nur Gas gegeben, das Ende vom Sommer, jetzt ist September. Und dann habe ich gedacht, ja gut, du wirst aber nicht krank, weil du musst noch das Set spielen. Jetzt war ich diese Woche, endlich hatte ich Urlaub und lag die ganze Woche flach. Ich habe auch nicht die Gitarre angerührt, ich habe auch nicht gezeichnet, was ziemlich beschissen war. Weil wenn sogar irgendwie die Kraft und der Wille fehlt, Gitarre zu spielen, dann ist echt was im Argen. Ich muss mich dann ein bisschen ausruhen, mir ging es dann auch wieder besser. Genau, was ich dazu sagen will, ist praktisch, wenn ihr Rockstar werden wollt, und das ist jetzt vielleicht dort auch ein bisschen ein komischer Tipp, aber ihr müsst auf jeden Fall auf eure Gesundheit achten, ihr müsst schauen, dass ihr euch gesund ernährt, dass ihr nicht zu viel irgendwelchen
Sachen ausgesetzt seid, die euch dann schaden, weil praktisch mein Ziel ist es zu performen und Leute Freude zu bringen und damit, wenn ich kann, Geld zu verdienen. Und dazu müsst ihr irgendwie in einer guten Verfassung sein und diese gute Verfassung müsst ihr pflegen. Also wenn ihr sagt, ihr wollt so der Rockstar sein, der alles wegburnt mit Drogen und Alkohol, dann glaube ich, probiert's. Aber ich möchte Rockstar werden, um eigene Wahrheiten zu teilen und einen coolen Sound zu bringen, damit ihr abgehen könnt. Genau, jetzt gibt es noch als Abschluss The Good Life von Weezer. Und dann war es das für die Episode. When I look in the mirror, I can't believe what I see. Tell me who's the funky dude staring back at me. Broken, beaten down, can't give it around. Without all my cane, I've fallen at the ground. Moment, ich fange mal an. Ich hab's drauf. When I look in the mirror, I can't believe what I see. Tell me who's a funky dude staring back at me. Broken, beaten down, can't hear it around. Without all my cane, falling at the ground. Shivering in the cold, I'm bitter and alone. Excuse the bitching, I shouldn't complain. I should have more feelings, cause feeling is pain. It's everything I need, it's denied me. Everything I want is taken away from me. But who am I to blame? Nobody but me. I don't wanna be an old man anymore. It's been a year or two since I was out on the floor. Chicken booty making sweet love all night. It's time I got back to the good life. It's time I got back. It's time I got back. It's time I got back. And I don't even know how I've got off the track. I wanna back, yeah. Screw this crap, I've had it. I know Mr. Cool. I'm a pig, I'm a dog. Excuse me if I drool. I ain't gonna hurt nobody, ain't gonna clean. Just an increment. I want sugar in my tea. I want sugar in my tea. Hear me, hear me. I want sugar in my tea. I don't wanna be an open anymore. It's been a year or two since I was out on the floor. Shaking booty, making sweet love all night. It's time I got back to the good life. It's time I got back. It's time I got back. It's time I know I've got off the track. I wanna go back, since I was out on the floor. Shaking booty, making sweet love all night. It's time I got, it's time I got back to the good life. It's time I got back, it's time I got back. And I don't even know I've got off the track. It's time I got back. It's time I got back. Bis zum nächsten Mal. Wieder in alter Frische.